erreicht Anne Leuschner und Jule Polanski der nächste Notruf. Die gemeldete Ruhestörung ist allerdings nichts im Vergleich zu dem Anblick, der sich den Beamtinnen bietet. Schönen guten Tag. Oh, Gartenparty? Weiß der? Ich habe gerade gesehen, dass Ihr Hund dahin gepinkelt hat. Mal jetzt. Mein Hund macht ja, das habe ich. Können Sie ganz kurz muss ich Ihnen einen Strafzettel verpassen. Sie sind jetzt mal ganz ruhig, weil die Einzige, der Strafzettel hier verteilt, bin ich oder meine Kollegin? Herr Peter, können die nicht zu uns? Nee, wir sind echt. Wo Polizei draufsteht, ist Polizei drin. Okay, so. Sie können mal kurz aufstehen und Sie nehmen sich jetzt ich mal muss hier einen Strafzettel schreiben. Jetzt nehmen Sie jetzt mal zurück. Moment mal. Als allererstes sind wir hier, weil es eine Lärmanzeige gibt. Und wenn Sie mal hören, dass Sie hier die ganze Gegend gerade beschallen, bin ich dafür, wir gehen mal rein und Sie machen erstmal die Musik aus. Und dann reden wir weiter, was wir hier machen und was Sie hier machen. Okay. Und überhaupt, okay? So, Sie, Kollege, gehen Sie mal vor. Sie bekommen jetzt gar nichts, weil das Spiel ist. Und was ist das los? Das ist meine Frau. Hallo? Meine Polizei. Was ist denn hier los? Nee, legen Sie mal hin, die Polizei. Das sind meine Sachen. Hören Sie auf zu schreien. Hey! Sie hören auf zu schreien, ist das klar? Ich schreie doch gar nicht. Sie hören jetzt auf zu schreien. Ist das klar? Was wollen Sie denn hier? Woher wissen Sie denn, dass meine Sachen zerschnitten sind? Sie sind nicht wegen Ihrer geschnittenen Sachen hier. Ja, guck dir das doch mal an. Ich weiß auch nicht. Meine ganzen Sachen. Ganz kurz mal. Wer wohnt eigentlich hier? Ich. Sie wohnen hier. Gut. Und Sie, ja, Sie? Mit wem hier? Ich bin hier aus euch. Entschuldigen Sie bitte, ich gehöre dazu. Dann gehen Sie mal rüber, haben wir das sortiert. Jetzt kommt noch mal rüber. So. So, Sie hören auch zusammen. Ja, Sie ist das gewesen. Wunderbar. Ja, Sie ist es gewesen. Sie war doch eben mit unten. Wie soll es denn das gewesen sein? Ich bitte genau. Ja. Übrigens, gehen wir jetzt vielleicht mal die Musik ausmachen? Ja, ich werde wo steht eigentlich langsam das furchtbare Rätsel? Ich drehe gleich durch. Ja. Einmal nach unten. Sie werden es ja wissen, wenn Sie hier wohnen, oder? Kommen Sie mal. Gehen Sie mal vor, bitte. Im Untergeschoss wollen die Beamtinnen zunächst die Personalien der illustren nachbarschaftlichen Swingertruppe überprüfen. Dabei tauchen allerdings weitere Probleme auf. Wo ist mein Geldbeutel? Bei mir in der Tasche ist er. Ist weg. Ja. Wenn Sie reingucken, ich kann ja schlecht da draußen rumstellen. Ich hab ihn nicht. Das kann ich. Also, komm. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Du bist sowieso eifersüchtig, weil deine Süße auf mich mehr steht. Das wissen wir ja. Das hättest du wohl gern. Das hat mein Mann komm, überhaupt nicht nötig. Komm mal runter, bitte. Komm mal runter. Einmal. Danke. Bitte komm mal runter, ja? Die holt ihren Ausweis, richtig? Nein, meine ist hier drin. Die hat ihre eigene Papiere. Ihren eigenen Ausweis. Ja, der müsste hier drin sein, ich meine. Das wär wohl der Hohn, ja? Eine Schere? Die hat eine Schere, das ist ja wohl eindeutig, ne? Ich nicht die Schere, die war gerade in meiner Tasche. Oh, ich habe zu viel eine Schere in der Tasche, sicherlich. Frau Müller, was wollen Sie Ihnen damit sagen? Dass sie meine Sachen zerschnitten hat. Aha, okay, das ist ja zumindest mein... Ich war doch draußen mit meinem Hund. Frau Pohl. Das hast du vorher gemacht. Und wie kommt die Schere in deine Tasche? Das weiß ich nicht. Du eifersüchtige Zickenhof. Vielleicht waren das die Einzelmännchen, weiß ich doch nicht. Die Einzelmännchen. Ja. Also, jetzt erklären Sie uns doch einfach mal, was hier los ist. Hoch, wenn also, ich habe hier ein Portemonnaie übrigens gefunden. Ach, hast du? Ja. Oh. Und wer ist es? Ist meins. In der Jacke. Das ist meins. Das ist mein, das war meine Jacke. Das ist mein Haus. Wie kommt es bitte da rein? Moment, aber nicht in meiner Jacke. Jetzt das war gerade. Jetzt sind die Klamotten kaputt. Psst. Ganz ehrlich, meinetwegen kann jeder machen, wie er will, solange er keinen anderen stört. Aber hier war das jetzt irgendwie eine ganz merkwürdige Situation. Offensichtlich waren sie sich alle einig in ihrem Spiel, aber dann waren von der einen die Klamotten zerschnitten, dann die Schere, die dazu passen könnte, in der Tasche der anderen, das Portemonnaie des einen in der Jacke des anderen. Nun haben die sich alle gegenseitig beschuldigt und dann haben wir noch eine Kamera gefunden, die das ganze Drama auch noch offensichtlich gefilmt hat. Und damit wollte nun ja keiner was zu tun gehabt haben. Genau, können Sie das bitte die Julia zeigen und fragen, ob das meine richtigen Tabletten sind, ob die jetzt irgendwie anders sein sollen, da ich die jetzt ständig kriege, nicht ständig, ist aber... Ist da was im Buch? Die Frau Berg hat mir nämlich gerade erzählt, dass es jetzt schon mehr als einmal vorgekommen ist, dass die Tabletten anscheinend vertauscht werden. Ich frage mal nach, ob die Pillen bekannt vorkommen. Ja? Sekunde gleich. Oh, Momentchen bitte, ich will Ihnen was zeigen. Ich will Ihnen was zeigen. Ich habe bei mir
Damentasche, da kannst du, in der Tasche kannst du drei Monate überleben. Von jetzt auf gleich. Schauen Sie mal, ich habe hier das Bild gemacht in meinem Zimmer. Und da, ist so ein Gerät da auf dem Regal. Ich habe das nicht hingetan. Ich weiß nicht, was das ist. Darf ich mal bitte? Ja, gerne. Ich weiß nicht, was das ist. Das habe ich. Was kommt? Ist das, sieht aus wie so eine. Ist das digital? Ist das irgendwie so ein. Das ist ein Sucher oder ist halt. Ja, ja, sieht aus wie eine. Also ich kenne mich nicht so aus mit Kameras, aber das sieht aus wie eine Kamera. Normalerweise musst du nicht da stehen. Und Sie haben normalerweise keine Kamera am Bett stehen. Ne, ich habe nur diese Kamera. Meine Tochter hat es mir gekauft. Das war lieb, ne? Das stimmt doch. Ich kann Selfies damit machen. Selfies? Ja, Wunder der Technik. Ja, oh. Ich wüsste mal die Frau. Wie heißt sie ihr Nachname? Weber. Frag sie einfach mal nach, ob sie irgendwas davon weiß. Wie gesagt. Tabletten vertauscht, ob das wunderbar ist, wie auch immer. Mal, ich hole die vielleicht gleich mal hier rüber. Oder so. Frau Weber. Ja. Also, nochmal, Gerda geht's gut. Ja, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Aber es sind halt mehrere Fragen aufgetaucht. Und zwar, sind das die Tabletten, die die Gerda normalerweise bekommt oder nicht? Nein, das ist was anderes. Die bekommt schon seit Monaten gleiche Medikamente und das ist was anderes. Also, die Dame sagte jetzt, dass sie grundsätzlich blaue Medikamente bekommt. Ja, das stimmt. So, ja. Jetzt sehe ich aber hier eine rote Tablette. Und das kam ihr auch komisch vor. Und das ist auch der Grund, warum sie jetzt hier steht. Ja, aber ich verstehe nicht. Dann hat sie uns noch ein Handy gezeigt und auf dem Handy war ein Foto. Und auf dem Foto konnte man sehen, dass so eine Art Kamera bei ihr im, im Schlafzimmer aufgestellt wurde. Kamera im Schlafzimmer? Also irgendwas scheint da nicht wirklich zu stimmen. Wäre das okay, wenn wir uns gleich mal alle zusammensetzen? Ja, klar. Ich weiß nichts davon. Das ist für mich auch so irgendwie ganz erschrocken, natürlich. Mhm. Würde ich sagen, wir gehen gleich mal rüber. Mhm. Ja, aber das mit den Pillen, wieso hat die Frau... Bitte. Sorry, ich habe den Sören Weber hier. Das ist ihr Stiefsohn? Ja, das ist mein Stiefsohn. Soll ich ihn rein? Möchtest du den? Ja, wir wollen gleich mal rüber gehen. Du kannst ihn mal ganz kurz hier reinholen und mal fragen, was mit dem los ist, was der will. Kommen Sie bitte einmal kurz hier rein. Dann muss der gleich mal draußen warten. Zu meinem Fuchs. Hallo Schatz, was ist los? Mama, beeil dich mal bitte. Ich habe total die Bauchschmerzen. Ich will endlich nach Hause. Aber ich kann jetzt leider nicht. Kannst du bitte ein bisschen warten, ja? Ja, beeil dich. Okay, also es tut mir leid. Wie alt ist der? 16. Muss ich mal kurz sagen, bitte? Wie steht das ja? Der hat auch eine weiße Hose angehabt? Ja, er macht Praktikum im Altersheim, wo ich arbeite. Ja, also das war leider so, dass er letzte Zeit irgendwie zu faul war, also hat seine Schule mit Ach und Krach geschafft. Aber Sie sind jetzt gerade gemeinsam gekommen, er hat jetzt draußen gewartet, jetzt kriegt er Bauchschmerzen und quengelt, dass Sie jetzt rauskommen. Ja, also... Verstehe. Er war heute mit mir zusammen, weil er jetzt Praktikum macht und ja. Besonderes Kopfzerbrechen bereitet den Beamten die Überwachungskamera im Zimmer der alten Dame. Doch wer hätte ein Interesse daran, die 77-Jährige auszuspionieren? So, jetzt denken Sie doch mal ganz scharf nach, in Bezug zum Beispiel auf diese Kamera da, in dem Zimmer. Ja. Ne? Also ich gehe davon aus, dass die Kamera sich mit irgendwas verbindet. Besitzen Sie ein Smartphone? Ich besitze kein Smartphone, ich habe nur so ein uraltes Handy, also... Zeigen Sie mal her, bitte. Das ist ja wie diesen... Das ist ein Backstein-Handy. Schlagstock. Ja, klar, aber da kannst du der Internet-Button, der ist ja... Ja, das Problem ist, dass er letzte Zeit irgendwie faul geworden und sucht sich keine Ausbildung. Ja. Und mein Mann, also sein Vater, hat entschieden, dass Sören jetzt leider ganz wenig Geld bekommt und deswegen hat er diese uralten Handys. Verständlich. Okay. Aber hat er denn jetzt zum Beispiel bei Ihnen irgendwo Zugriff auf einen Laptop, auf einen PC, auf ein Tablet, auf ein Smartphone? Ja, ich habe ein Tablet, aber du darfst doch nicht, ne, ans Tablet gehen. Habe ich auch nicht. Ja. Ich habe ein... Also Sie haben ein Tablet? Ja, habe ich dabei. Okay. Da haben wir. Schön. Wir dürfen? Ja, klar. Er ist Passwort nicht gesichert. Ist nicht Passwort? Nein. Also ich gehe jetzt davon aus, dass sich die Kamera mit irgendwas verbindet, wie auch immer. Ich kenne mich mit Kameras nicht aus. Ob das jetzt stimmt oder ist eine andere Frage, aber was ist das denn schon wieder? Nee. Was ist das denn bitte? Wer beißt wann ins Gras, platziert seine Wette. Hallo. Aktuelle Quote 1:9, Einsatz 307. Darf ich das Zimmer sehen? Das ist aber mein Zimmer. Wir konnten jetzt einen Blick auf das Tablet der Frau Weber werfen. Und wie man jetzt hier ganz genau sehen kann, ist das eine Geschichte, die nicht ohne ist. Also eine Sache, wo augenscheinlich Wetten drauf abgeschlossen werden, welcher Mensch als erstes stirbt. Das ist also nicht nur makaber, das ist unter aller Sau. Und da fallen mir auch keine schönen Worte zu ein, aber das ist wirklich
Ganz, ganz mies. Und wer beißt wann ins Gras? Platziere jetzt deine Wette. It'syourdeathday.org. Ja, du willst uns doch verarschen, oder? Ja, was ist das? Also, ist das jetzt dein Ernst, Junge? Junge. Ja. Nee, pass mal auf, mein Freund. Ich würde jetzt mal das Grinsen aus dem Gesicht nehmen. Das ist eine ganz ernste Sache. Was ist mit den Pillen? Hast du die Pillen auch noch ausgetauscht? Ja, ich habe die Pillen getauscht, aber warum? Nur um das ein bisschen zu befördern, wenn ich schneller das Geld komme. Die sterben doch sowieso. Jetzt pass mal auf. Ich hab die sterben doch sowieso. Jetzt haben wir mal so dich, mein Freund. Jetzt wird es ganz, ganz eng. Und das Eis ist nicht nur am Knacken, da bist du jetzt eingebrochen. Ich habe das richtig verstanden. Die Pillen, Entschuldigung, wenn ich dir den Rücken zudrehe. Die Pillen hast du ausgegeben, damit das zu beschleunigen, damit die Leute versterben und dass du an dein Geld kommst. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ist zwischen den Ohren irgendwo ein Vakuum? Nimm das Lachen aus dem Gesicht. Wir sind hier bei einem Tötungsdelikt. Das bedeutet, du bist jetzt erstmal vorläufig festgenommen. So, bring ihn erstmal rüber. Ich kann die. Also, tut mir leid, nicht mehr sehen. Also. Das ist übel. Der 16-Jährige sitzt zurzeit noch in Untersuchungshaft. Ihn erwartet eine langjährige Jugendstrafe. Zur gleichen Zeit auf der skurrilen Swingerparty in Köln-Kalk. Warum ist jetzt Ihr Portemonnaie in seiner Jacke? Das würde ich auch mal gerne. Das frage ich mich auch. So. Jut, haben Sie eine warum Idee? Was ich noch fragen würde, was mir nicht gerade aufgefallen ist, als ich hier gerade stand und mein alles aufgeschrieben habe, da ist eine Kamera. Filmen Sie sich auch dabei? Bitte? Oder? Was ist das? Filmt ihr was soll das Kamera, denn? Ja. Da also das ist aber nicht abgemacht. Wer war das? Kamera? Also Leute, ihr kriegt Ärger mit mir. Wir haben geredet, das ist eine Kamera in deinem Haus. Hallo, hallo. Wir haben, also mein Wunsch war es in der Vergangenheit mal. Das weißt du, Ingo. Es war mal mein Wunsch, dass wir uns filmen. Ja, ihr wolltet es nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, Thema ist durch, machen wir nicht. Und warum bist du jetzt da? Kann ich Ihnen das wieder erklären? Weil die Versicherung für die Einbruchversicherung einfach günstiger ist. Das Geld, was man dann spart, kann man genauso in Sicherheits-IT anlegen. Aber eine Kamera ist hier nicht geplant. Ich bin selber erstaunt. Also auf meinem Mist ist das nicht gewachsen. Wohnt hier sonst noch jemand außer den Herrschaften Müller? Die Tochter wohnt doch da. Ja. Okay. Aber sie hat sie vielleicht irgendwas damit? Versicherung? Nix? Wenn du nicht weißt, was dass es eine Kamera ist. Wo ist eure Kamera? In der Vergangenheit hat er tatsächlich drüber gesprochen. Das Ding ist halt, das ist ein Live-Gerät. Also, dass sie sich darüber mal im Klaren sind, das Gerät ist an. Und das sendet auf jeden Fall. Ja, bist du jetzt irgendwo online gewesen gerade. Also, da sind sie jetzt alle das drauf. Sendet. Das sendet. Das ist. Es müsste mit einem Laptop die nehmen verbunden das mal bitte sein. Weg, ja? Das sind Stalker, das kann doch nicht wahr sein. Schönen guten Tag. Habt ihr jetzt noch mehr Pärchen gefunden? Wie, was soll das denn heißen? Oh, ich will nur Bücher holen, Mama, Tochter. Ehrlich. Sie sind also Frau Müller Junior, ja? Ja, genau, Karina. Okay. Da die Live-Kamera nur eine geringe Reichweite hat, muss sich der Empfänger in unmittelbarer Nähe befinden. Vor dem Haus wird Polizeikommissarin Jule Polanski fündig. Hallo? Ja. Schönen guten Tag. Die Polizei? Was haben Sie denn da? Geben Sie mir den mal. Muss das sein? Ja, das muss jetzt mal kurz sein. Weil genau so ein Gerät suchen wir. Ach, guck mal. Hier waren wir doch gerade alle noch drin, oder? So, können Sie uns hier irgendwas zu erklären? Ja, Sie müssen nicht zu ihr gucken. Sie kennen sich, oder? Ja, wir kennen uns. Ja, wunderbar. Und was haben Sie dazu zu sagen? Das ist eindeutig, glaub, das ist Ihnen schon klar, oder? Ja. Wir haben es nicht mehr ausgehalten. Was ist denn hier? Hi, Timo. Sie kennen ihn? Das ist mein Sohn. Das ist Ihr Sohn. Ach, dann Timo? Haben wir also nicht nur das Elterntreffen, sondern auch das Kindertreffen. Weißt du, was ich gerade gesehen habe? Das wunderbar. Wohnzimmer. Kannst du mir das mal bitte erklären? Gehen Sie mal bitte. Ja, ihr das seid ist vielleicht mein Sohn. Ja. Ihr seid doch selbst schuld. Wir sind selbst schuld. Es ist ja. Und du hilfst da auch. Es ist noch einfach mit? Ekelhaft. Wir sind das Gespött der ganzen Straße. Wir beide. Wir studieren nebeneinander. Und trotzdem kriegen wir beide die volle Ladung von euch ab. Aus der ganzen Straße. Wir das wollten doch einfach nur, damit ihr endlich aufhört damit. Dass ihr beide euch mit meinen Eltern streitet, damit es einfach endlich aufhört. Ach so. Das heißt, sie wollten Zwist sehen zwischen den Pärchen, damit das, was ihnen nicht gefällt, endlich
Lassen Sie sie doch mal ausreden. Ich habe versucht, mit euch zu reden. Wirklich, ich habe es versucht. Aber ihr habt die ganze Zeit nicht drauf gehört. Ihr macht die ganze Zeit die Sache weiter. Ich will das nicht. Nach einer Aussprache wollen die Swingerpärchen in Zukunft ihre Vorliebe weniger öffentlich ausleben.